Hallöchen von mir aus hier. Alle Grüße zu Hause, es ist wieder Sonntag. Immer wieder Sonntag, kommt die Erinnerung. Ja, es ist wieder Zeit für Lilith Wars. Beim letzten Mal, also am letzten Sonntag, sind wir ja durch den Asteroidengürtel geflogen mit 319 Punkten. Wir haben vielleicht noch Chancen auf den Highscore von 16.086. Wir könnten es schaffen. 16.000 sag ich mal noch. 1.686 Punkten. Ich will aber gleich in die nächste Stage namens Katina. Katina, Frontball. Katina is battling the enemy. Will you help him out? Affirmative, General. Na, selbstverständlich, General. Papier. Wiederfeier. Was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Hang on, guys. Help is on the way. So. Das ist natürlich. So. Katina unterscheidet sich ein bisschen von anderen Ländern. Still! Is that you? I can't believe it! We can catch up later, Fox. Fox, that's one of ours! Grund ist dafür, dass erstmal Map und Bericht angezeigt wird. Das heißt, wir haben einen kleinen Kugelmodus von jedes Mal gerade nicht geschnallt, aber rechtwinklige, ja, das ist rechtwinklig. Ja, wenn man auf die Karte unten guckt, das ist ein Tipp, die Bad Guy, Fox. Es sind mal weiße Punkte, die weiße Punkte in diesem Enemy Mothership approaching. Gegner! So, war's aber dann. Wenn man keine Gegner hat, beziehungsweise man, Gegner sind da, aber auf einmal sind keine Gegner da. Wieder! Oder du da! Oder du da! So, dann hat man natürlich diese Schiffe. Und das ist natürlich ziemlich verhängnisvoll. Was ich persönlich finde, weil man schießt eigentlich nur noch drauf los, ohne zu gucken. Was? Das ist total... Das kotzt mich manchmal so an. Auch schon auf dem 3 ist. Schlimmer wird's im Hard Mode. Wenn man im Hard Mode von irgendwas getroffen wird. Also, wenn man nicht von irgendwas getroffen wird, wenn man irgendwo gegenfliegt, hat man den Flügel verloren. Da habe ich schon den Hardball nicht so gut. Was mich gerade so ankommt, sind diese Grafik... So, und damit haben wir auch schon den Endboss dieses Levels erreicht. Nicht der Level. Er sendet erstmal neue Schiffe. Ja, so. Here they come! Da kommen sie. You're not getting away, buddy! Go for the four hatches on the underside! So, da haben wir die Schwachstelle, die sollen auf die Brücke ziehen, auf der Unterseite. The hatches are open! Das werden wir aber noch nicht machen. Grund dafür ist Punkte. Wir brauchen Punkte! I won't let you get away from me! So, Grund ist, wir brauchen hier 150 Punkte zum Weiterkommen. Und zwar soll ich um eine Goldmedaille zu haben. Man, this is no end of these guys! Hoffen werde ich mit dieser Mission nicht. The hackers are open! Abschießen, Punkte. Was ist so alles brauchen? There's one down! Das musste man machen. So, da war über die Hälfte der Punkte. Das ist schon ziemlich mühsam. So, Bill ist natürlich auch einer unserer Helfer. Jetzt hier mal alles von hier. Man, there's just no end to these guys. Ja, wirklich, ich hab's verstanden. Manchmal haben wir wirklich keine Hilfe. The hatches are open! Slippy, was ich tatsächlich mal ganz lustig finde. Slippy ist der Einzige, der wirklich von Blut recht ist. Weil er gibt sich I won't let you get away from me! Weil der weggesammelt keine Schilder anzeigen will. Das ist nicht nett. I've got one! Jetzt haben wir jetzt haben wir noch 175. Peter, du noch ein bisschen mehr. Aber die sollten... The hatches are open! Eigentlich noch zu viel sein. Hold on here! Don't let anything through! Immer schon Druck schießen.
I won't let you get away from me. The hatches are open. The hatches are open. Oh, hip-hop da! Man kann natürlich durch seinen eigenen Teamkameraden Schaden zufügen, das ist in dieser Mission echt daneben, weil man hat die Siegesposition geraubt. Aber das macht man dann auch nicht zu öffnen. Ja, das gibt es. Jetzt mal ein einzelnes Ding abgeschießen. Und dann ein bisschen nach hinten kriegen. Gehen wir mal rein. I won't let you get away from me! What's this thing is? Alter, komm mal. Time for a little payback! Zack, ist die Matze! Da bin ich voll auf mich. Okay. So, sind wir später drin. The hatches are open! Meiner absoluten Lieblings-Level. Ich habe gleich... nach dem Zug hier zwei Lieblings-Level. Hey, Einstein! I'm on your side! Ja, ich bin nicht schau. I won't let you get away from me! Time for a little payback! The hatches are open! Natürlich, ich kalte mal durch! Natürlich damit Grafikfehler. I won't let you get away from me. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist ein Grafikfehler. Man muss das Mutterschiff suchen. There's some sort of energy reactor. The door has appeared. Ja, so, Tipp. Die haben jetzt gerade einen Gegenkern geschickt, der die Basis zerstören soll. Und das ist ungefähr dieser Mitte. Und jetzt. Yeah, you did it! Ich hab... Hey, ich hab's nicht, hör! Na, 7 Minuten und keine Ahnung. Ah, diese Grafikfehlerstürme, die werde ich mal versuchen, im nächsten Part irgendwie mal zu beheben. Versprechen kann ich nichts. Das ist es ja. Wahrscheinlich muss ich aber was Neues an den Einstellungen ändern. Aber ich hatte sie ja damals auch noch nicht. Kann natürlich mal nicht an der Grafikkarte liegen, weil die ist schon mal besser als die auch. Ich mal bei dem Vater irgendwie, das war natürlich schön. Oh. Hey, Gearbox! You too, Bill. You too, Bill. Ja, die Mission sieht sehr, sehr einfach aus. Wie ist das aber nicht? Alleine dahin geht, dass man alles abschießen muss, was nicht im Nagelfest ist. Was nicht im Nagelfest ist. Das geht einem richtig auf die Nerven, Leute. Könnt ihr mir glauben, weil ich hab's ziemlich oft gemacht. So, und damit haben wir jetzt 150 Punkte nochmal dazu gekriegt. Macht im Summe dann bei 6, im Summe von 628. 1000 müssten wir noch kriegen. 200, wenn wir im letzten Level, bevor wir da hinkommen, nochmal 400 Punkte hinkriegen, könnten wir es schaffen. Allerdings sehe ich da gerade ein bisschen schwarz. Aber naja, das werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall beende ich jetzt diesen Part hier. Nein, noch nicht ganz. Wie gesagt, man braucht bei Katina 150 Punkte und alle Characters, was in diesem Fall relativ schwer ist, weil man schießt sowieso, wie gesagt, auf alles, was man sieht. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Lined Wars auf dem M64 und dann werden wir wieder ein Weltall-Mission spielen. Allerdings wissen wir noch nicht welches. Wir haben ja immer Solar oder den X-Sektor. Ihr werdet sehen. Bis dahin. Ciao.